Schaut euch diese leckeren Vollkornspaghetti mit einer selbstgemachten Bolognese-Soße an. Geht schnell und schmeckt sehr lecker. Hallo, willkommen bei Benjara kocht für euch. Heute bin ich alleine, heute muss es für mich auch schnell gehen. Und ich habe mal wieder Lust auf Spaghetti Bolognese. Was brauchen wir dazu? Erstmal schmeißen wir den Herd an. Wir haben ja heute keine Zeit. Weil wir brauchen das Nudelwasser, wo ja dann die Stärke aus den Nudeln drin ist, für die Soße dann. Daher heizen wir jetzt schon mal gleich den Topf an, dass wir schon mal die Nudeln nebenbei kochen können. Was brauchen wir denn? Also für diese Bolognese brauchen wir 500 Gramm Rinderhackfleisch, etwas Olivenöl, Gemüsebrühe, zwei Zwiebeln, zwei Esslöffel Tomatenmark, zwei Dosen Tomaten gestückelt, zwei Lorbeerblätter, zwei Knoblauchzehen und 125 Milliliter Wein für den Geschmack. Wenn jetzt einige sagen, oh, es ist schon wieder zu viele exotische Zutaten, den Wein, natürlich alkoholfrei, und die Lorbeerblätter kannst du weglassen, schmeckt halt aber nicht ganz so rund. Aber das sind zwei Zutaten, die kannst du für den Schrank auf jeden Fall zu Hause lagern. Die Lorbeerblätter gehen nicht kaputt. Sie verlieren höchstens ein Aroma. Das heißt, dann bräuchtest du halt statt zwei dann drei, wenn sie dann schon wesentlich länger offen sind. Und der Wein das gleiche. Der verdunstet höchstens in der Flasche. Aber da er eh ohne Alkohol ist, weil bei uns ja die Kinder mitessen, passt das dann. Ja. Ich habe hier noch Tomaten da liegen, von denen habe ich ja gar nichts erzählt. Die sind übrig, die schneide ich trotzdem einfach mit rein in die Tomatensoße, dass sie nicht verkommen. So, dann tun wir mal die Spaghetti darüber und schälen schnell die Zwiebeln. Und dann werden wir das Ganze gleich anbraten. So, ihr habt gesehen, die Zwiebel habe ich jetzt schon vorbereitet mit dem Schneiden. Das Wasser kocht auch gleich. Was müsst ihr noch in der Zwischenzeit vorbereiten? Die Dosentomaten aufmachen und den Knoblauch schälen. Das Nudelwasser kocht. Dann tun wir das jetzt mal gleich rein. Das Wichtigste bei dem Rezept ist, dass ihr alles soweit, bis das Nudelwasser kocht, beim einen geht es ein bisschen schneller, beim einen ein bisschen langsamer, vorbereitet. Weil wir können jetzt dann gleich loslegen mit der Pfanne, dass dann alles soweit vorbereitet ist. Weil das geht dann alles zack, zack. Und bis die Nudeln fertig sind, machen wir schnell die Soße. Und dann ist die nämlich, damit die Nudeln fertig sind, nämlich auch fertig und es schmeckt dann ganz, ganz lecker und gut. Natürlich werden jetzt einige vielleicht sagen, ach ja, aufgewärmt schmeckt es eh noch mal am besten. Gebe ich dir sofort recht. Aber es muss jetzt heute wieder mal ein bisschen schneller gehen wie sonst. Und dann müssen wir halt ein bisschen tricksen. Und wie tricksen wir? Wir nehmen 4 Esslöffel Olivenöl, wenn die Pfanne heiß ist. Dann machen wir die Zwiebeln direkt rein. Braten das Ganze kurz glasig an. Dann machen wir das Hackfleisch rein. Und dann werde ich, während das Ganze anbrät, die Tomaten schnell noch schneiden, dass die dann verwertet sind. Tomatenmark kommt dazwischen noch rein mit anbraten, dass das nicht verbrennt. Das ist nämlich auch wiederum wichtig. Und dann den Rest sehen wir dann so Stück für Stück, also kein großes Hexenwerk. Wenn du keine Gemüsebrühe hast, kannst du natürlich auch Rinderbrühe nehmen. Die ist jetzt exemplarisch hier. Ich nehme meine eigene selbstgemachte Gemüsebrühe, welche ich ja schon öfters genommen habe, die einfach lecker ist und frei von Konservierungsstoffen und so weiter ist. Natürlich kannst du ja auch eine hochwertige Bio-Gemüsebrühe, Rinderbrühe kaufen. Das ist natürlich dir dann selbst überlassen. Die Pfanne hat noch nicht ganz Temperatur. Die Pfannentemperatur, nimm 4 Esslöffel Olivenöl. 1, 2, 3, 4.
das mal kurz heiß werden. Währenddessen einmal kurz die Nudeln rühren. Na, hängt dann eine fest. Dann die Zwiebeln rein. Dann das Tomatenmark dazu rein. 2 Esslöffel voll, also 15 Gramm etwa sind das. Dann auch kurz Temperatur geben. So, den Knoblauch machen wir nachher zum Schluss, sonst verbrennt der. Das sieht schon mal ganz gut aus jetzt so. Machen wir jetzt das Hackfleisch rein. Wenn es so am Stück ist, ein bisschen zerreißen, zerrupfen. Weil das meistens, wenn man es beim Metzger holt, sieht es ein bisschen anders aus. Nicht so hübsch wie beim Discounter in der Plastikverpackung, also abgepackt unter Schutzfolie, Atmosphäre verpackt. Dafür kennt unser Metzger zumindest seine Kuh noch persönlich. Kurz Hände waschen. So. Dann geben wir gleich Salz drauf. Etwas. Pfeffer wie immer ganz zum Schluss. In der Zwischenzeit machen wir kurz die Tomaten. Da darfst du entscheiden, wie du möchtest, ob du sie halbiert oder viertelst. Ich tue sie jetzt hier die länglichen Vierteln. Und immer wieder rühren, nicht vergessen, nicht dass es anbrennt. Ich habe den Herd immer noch volle Pulle am Laufen. Wenn ihr euch fragt, was ich mit der Tomate gemacht habe, die habe ich aussortiert gerade eben. Die war beim Schneiden ein bisschen doof und die soll man nicht alles verhakeln. Und wie gesagt, die müssen weg. Und dann kann man die einfach da in solche Gerichte einfach verarbeiten. Du kannst auch eine Paprika nehmen, wenn du noch eine Paprika zu Hause rumliegen hast. Und die ist auch nicht mehr so schön. Für einen Gemüsestick, die kannst du auch da reinarbeiten. Das ist Kreativität freigelassen. Wie gesagt, heute geht es eigentlich darum, eine einfache, schnelle Bolognese-Soße zu machen. Und die komplizierteren, aufwendigeren, die ich auch gerne koche, zeige ich euch in anderen Videos mal. Weil es gibt jetzt nicht die eine Bolognese-Soße, da gibt es ja zigtausend unterschiedliche Versionen. Jeder macht es ein bisschen anders, jeder hat sein eigenes Lieblingsrezept. Das ist jetzt meins, wie ich es gerne mag, wenn es ganz, ganz schnell gehen muss. Ohne viel Schnickschnack. Oh, das riecht schon wieder so lecker. Zwiebel-Fleisch-Verhältnis ist hier 1:3, also ein Drittel Zwiebeln und 2 Drittel Fleisch. So, dann tun wir die Tomaten dazu jetzt. Holen den Knoblauch vor. Ihr wisst ja, ich presse ihn gerne. Wenn ihr ihn nicht gerne presst, dürft ihr auch gerne
den schneiden. Ich gehe mit der Temperatur jetzt eine Stufe zurück, dass der mir nicht verbrennt. Und ihr seht, bleibe ich noch oben. Also ich gehe nicht auf die Pfanne direkt runter. So. Einmal einrühren. Mit Wein ablöschen. Dann von der Gemüsebrühe. So, und jetzt brauche ich die Bratenfunktion nicht mehr. Jetzt gehe ich runter auf die normale Temperatur. Also in dem Fall geht ihr auf halbe Flamme oder was auch immer euer Herd dann zu Hause kann. Weil jetzt brauchen wir, wie gesagt, das Brat nicht mehr. Was mache ich jetzt stattdessen? Ich halte es warm, beziehungsweise ich koche jetzt dann weiter. Na, komm mal, die will nicht, hä? Zifix. So. Muss man erst immer schimpfen, hä? Probieren wir mal, ob die schon durch sind. Noch ein bisschen zu viel Biss, aber das ist nicht schlimm. So, jetzt haben wir schon eine gute Konsistenz, ist aber noch ein bisschen arg langweilig. Deswegen kommen die Tomaten jetzt noch dazu rein. Langweilig sofern, weil das Ganze dann vom Fleisch her zu fleischlastig ist, vom Geschmack her dann halt. Wir brauchen noch ein bisschen was anderes. Wir wollen ja komplexe Geschmackserlebnisse haben. Also ich zumindest gerne. So. Dann die Lorbeerblätter rein. Und das Ganze dann mit dem passenden Deckel mal einfach mal 10 Minuten jetzt so vor sich herköcheln lassen. Und dann wird final abgeschmeckt. So, die Spaghetti sind fertig. Geht so, brauchen wir gar nicht Angst haben, dass man sich die Finger verbrennt. Ah, halt, jetzt hätte ich es fast vergessen. Ein bisschen Wasser wegnehmen, bevorzugt ohne Nudel. Das kommt dann gleich noch in die Soße rein. Warum, erkläre ich euch gleich. Weil da drin ist ja die Stärke von den Nudeln. Und das sorgt dafür, dass dann unsere Soße schön cremig wird. Oh, riecht schon mal sehr, sehr lecker. So. Müssen wir schon mal probieren. Vorab. Ja, die Richtung stimmt schon mal. Lassen wir jetzt noch 5 Minuten weiterziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, 5 Minuten sind wir da rum. Wieder probieren. Sehr fein. Sehr, sehr gut. Perfekt. Ausschalten. Dann kommt noch ein bisschen Pfeffer hin. Warum jetzt erst? Der verbrennt sonst und dann wird es bitter. Das ist blöd. Wer noch möchte, darf sich gerne Chiliflocken hinmachen. Würde ich gerne für mich jetzt machen. Aber dann schimpfen meine Kinder wieder. Gut, dann richte ich mal an und dann probieren wir. So, eine kleine Portion Spaghetti. Mal durchmischen, dass wir von unten alles schön drauf haben. Dann einmal eine Gabel. Alles drauf haben. Ja, schwierig.
sauber, lecker. Also, ein sehr leckeres und wie ihr gesehen habt, schnelles gekochtes Essen, wenn es am Abend mal schnell gehen muss, und es sollte kein Expressprodukt zum Auflösen sein, Instant oder so, wenn wir die Geschmacksverstärker nicht haben möchten. Funktioniert so. Wenn du keine Tomaten hast zu Hause, lass einfach weg, nimm nur die normale Tomate aus der Dose halt. Schmeckt sehr lecker, sehr komplex im Geschmack. Man schmeckt die Zwiebeln, man schmeckt das Hackfleisch, man schmeckt die Komponenten vom Lorbeer, vom Wein. Einfach so, wie ich mir eine gute selbstgemachte Bolognese-Soße auf jeden Fall vorstelle. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Schickt es euren Freunden weiter, wenn ihr sagt, die brauchen auch mal ein Rezept für eine schnelle, gute Bolognese-Soße. Und ja, Kanal abonnieren, dass ihr kein Rezept, kein Video, kein Essen mehr von uns verpasst. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss, wenn es wieder heißt, Benjara kocht für euch.